Die Infusion des Monats. Persönlich.com und Explainit erklären. Storytelling. Und wie Sir Montague vor über 200 Jahren einen Snack erfand, den heute jeder kennt. Geschichten erzählen sich Menschen schon immer. Ob Bildgeschichten wie die Höhlenmalerei, Märchen oder Fabeln. Und heute? Wer kennt ihn nicht, den Mythos von der kalifornischen Garage, in der der erste Apple-Computer entstand? Oder die Geschichte von Felix Baumgartner, der für Red Bull einen Stratosphärensprung wagte? Doch warum sind Produkte, die mit einer Geschichte kommuniziert werden, so erfolgreich? Das hat vor allem mit unserer Art zu denken zu tun. Geschichten vereinfachen es dem Gehirn, Informationen aufzunehmen, denn Geschichten werden so verarbeitet, als würden wir die Dinge tatsächlich erleben. Noch dazu erzeugen Geschichten Bilder und Bilder wecken Emotionen. Aber wie sieht eine gute Geschichte aus? Eine Geschichte braucht immer einen Spannungsbogen und einen Helden. In unserem Fall ist das Sir John Montague. Der lebte im 18. Jahrhundert und hatte zwei Leidenschaften: Kartenspielen und Essen. Für Sir Montague war es ein Ding der Unmöglichkeit, Karten zu spielen und gleichzeitig ein Steak zu verzehren. Dafür hätte er vier Hände gebraucht. Sir Montague hatte schon viel versucht. So aß er sein Steak vor Spielbeginn. Doch danach war er viel zu träge, um zu spielen. Aß er das Steak nach dem Spiel, war er während des Spiels zu schlapp. Eines Tages, Sir Montague blickte trist auf die Spielkarten und das Steak vor ihm, kam ihm ein Geistesblitz. Er packte das Steak, legte es zwischen zwei Brotscheiben und konnte sein Glück nicht fassen. Essen mit nur einer Hand! Das war die Geburtsstunde des Sandwiches. Und Sir Montague konnte fortan satt und erfolgreich Karten spielen. Und Menschen auf der ganzen Welt erfreuen sich noch heute an seiner Erfindung. Welche Vorteile hat eine Geschichte wie diese nun für die Kommunikation einer Marke? Stellen Sie sich vor, Sie wären Sandwich-Hersteller. Mit so einer Geschichte erzeugen Sie mit Ihrem Produkt bei Mitarbeitern und Kunden positive Emotionen. Die Geschichte weckt zudem Neugierde. Wie geht's wohl weiter mit dem Helden? Und Ihre Zielgruppe erinnert sich gut an die Geschichte, weil sie anschaulich ist und Emotionen weckt. Die Identifikation mit Produkt und Unternehmen wächst. Gleichzeitig folgen Sie mit Storytelling dem Trend weg von Botschaften hin zu Inhalten. Wie Sir Montague haben auch Sie jetzt ein Ass im Ärmel. Storytelling.